Hallo zu einem neuen Video über einen Mini-PC von Minis Forum. Komischer Markenname. Und das Modell? U700. Was ist dabei? Eine ganz dünne Hardware-Beschreibung. Vollkommen ausreichend. Dazu später. Vier extra Füße zum Kleben helfen gegen das Klappern beim Aufhängen. Aufgehängt wird er mittels dieser Halterung, zum Beispiel direkt an den Monitor oder Fernseher. Ein 19-Volt-Netzteil, wobei das Gerät auch über USB-C bestromt werden kann. Ein HDMI-Kabel und ein Mini-Display-Kabel. Kommen wir zum Herzstück, dem U700, welcher mit einem i5-Prozessor bestückt ist, der auch im MacBook Pro von 2015 zu finden ist. Von oben ist hier ein Lüftungsgitter, welches man noch nicht bedecken sollte. Vorne gibt es einen vertieft sitzenden Reset-Knopf, dreimal USB 3.0 Anschlüsse, einen bei Betrieb hellweiß leuchtenden Powerknopf und ein Mikrofon. An der rechten Seite auch Lufteinlässe, Kopfhörer, Mikrobuchse und ein Micro-SD-Kartenslot. Hinten Stromanschluss, DisplayPort, HDMI, doppelt Netzwerk, wie geil, USB-C und ein Kensington-Lock. Und auf der linken Seite wird die warme Luft rausgeblasen. Unten das passende Gegenstück für die Halterung. Und der Gehäusedeckel. Zwei Schrauben müssen raus und schon kommt man ran. Weil wem die 8 GB RAM und die schnelle 256 SSD nicht ausreichen, der kann hier richtig nachlegen. Da ist hier erstmal Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Aktuell kostet ein Tera knapp 30 Euro, da kann man hier also richtig noch aufrüsten. Unter dem Metallrahmen verbirgt sich mehr. Die zweite RAM-Bank ist auch frei und könnte auch nachgerüstet werden. Ansonsten von unten sehr aufgeräumt. Da ich kein WLAN-Modul hier entdecken kann, gehe ich davon aus, dass all diese Geräte oben auf der Leiterplatte sind und so besten Empfang bieten. Okay, Systemstart. Windows ist schnell auf Deutsch umgestellt und das interne Mikrofon ist auch sofort da. Du bist verbunden. Daher kann man einige Konfigurationen auch gleich verbal machen. Nun müssen einige wichtige Schritte für die Einrichtung ausgeführt werden. Gib deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und folge den... Microsoft möchte natürlich sofort den PC mit einem Konto verbinden. Und man muss ihm mehrfach beibringen, dass man ein Offline-Konto möchte, wenn man das möchte. Für die Einrichtung und Konfiguration sollte man ein Administrator-Konto anlegen. Auch wenn ich es hier tue, es sollte nicht Admin oder so heißen, weil sonst würde ein potenzieller Hacker schon die Hälfte des Logins kennen. Und auch wenn Windows hier ein leicht zu merkendes Kennwort möchte, es sollte ein komplexes Kennwort sein. Jetzt kannst du drei Sicherheitsfragen festlegen, mit denen du dein Kennwort... Die Sicherheitsfragen zum Wiederherstellen des Kennworts sollte man mit etwas anderem beantworten, als die Antwort, die zu erwarten wäre. Weil diese Antwort würde sonst auch ein Bösewicht herausbekommen und so hilft das stärkste Passwort nichts. Hat man das alles geschafft, kommt man zum ersten Mal ins Windows. Natürlich zieht sich der Computer im Hintergrund jetzt erstmal über die nächsten Tage Updates ohne Ende. Und das ist ganz normal. Aber wenn ich mir dieses Windows hier so anschaue, dann ist das das sauberste Windows, das ich je gesehen habe. Weder Minix noch Dell oder andere haben es so frei von unnötiger Software und Adware. Kein Candy Crush, keine Werbe-Apps oder sonst irgendetwas. Ein absolut pures Windows. Einzig Office wird einem gleich schon mal angeboten. Ein Blick in die Settings. Ich habe einige Mini-PCs im Einsatz und einige auch schon ausrangiert. Das Problem ist immer Leistung und Bauform bzw. Kühlung.
Als Media Center oder direkt am Arbeitsplatz hinter dem Monitor sollte der Lüfter am besten gar nicht da sein. Das schafft man nur mit Atom-Prozessoren. Aber die sind recht schwach. Die Pentium haben dann immer schon einen Lüfter. Und hier werkelt gleich ein Core i5. Ja, schon 5 Jahre alt. Aber als er auf den Markt kam, wurde die Performance als sehr gut bewertet. Sollte also für einen Mini-PC mehr als genug sein. Die Speichereinteilung ist auch wie aus dem Lehrbuch. Die 256 GB beinhalten eine Recovery-Partition zur Wiederherstellung als auch das Betriebssystemlaufwerk C mit 207 GB frei. Die Leistung habe ich nun an verschiedenen Stellen überprüft. Und der Lüfter ist dann auch hörbar. Nicht laut und nicht unangenehm, aber wie bei einem Laptop halt hörbar. Auch sorgt der Lüfter gut für Luft. An der linken Seite sollte nichts stehen, da dort warme, ich meine richtig warme Luft rauskommt. Und die sollte dort natürlich wegkommen und nicht blockiert werden. Die Benchmark-Ergebnisse lassen natürlich die Iris-Grafikeinheit erkennen. Das soll nicht negativ sein. Ich mache alle meine Arbeiten ohne dedizierte Grafikkarte und komme damit sehr gut aus. Gegenüber einem Pentium N4200 liegen die Ergebnisse etwa doppelt so hoch. Sieben YouTube-Videos gleichzeitig. Ist krass für die Ohren. Aber bringt den PC auch ins Schwitzen. Klappt. Ich muss nicht erwähnen, dass Netflix, Sky Go und alle anderen Streaming-Anbieter auf Windows natürlich laufen. Ein Spielerlebnis ist natürlich auch gegeben. Fortnite läuft mit wenigen Fehlern auf mittleren Einstellungen. Halo Wars 2, wo die ganzen Berechnungen der KI-Einheiten laufen müssen, läuft spitze. Isabel, das hier ist Captain Cutter. Ich weiß, wer Sie sind. James Cutter. Ihr habt den Captain gehört, Strike One. Macht sie fertig, Marines. Marines melden sich zum Dienst. Spartan auf dem Weg. Spirit of Fire, wir sehen das Lager der Verbannten. Kommen. Verstanden, Strike One. Macht sie fertig. Deckt sie mit Unterdrückungsfeuer ein. Yeah.
Los! Lokale Einheiten. Jerome, der Captain fährt schweres Geschütz im Zielgebiet auf. Halten Sie die Augen offen, um den Beschuss zu koordinieren. Klar, das hier ist keine Gaming Station. Aber ich hoffe, der Review zeigt dir, was hier alles drin steckt und wie genial das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Vom Media-PC bis hin zum Server. Homeoffice, Homeschooling. Einfach ein geniales Teil. Wie lauten die Befehle? Alle Einheiten. Jerome, brennen Sie die Basis mit Ihren Höllenbringern nieder. Pass auf, Leute. Feindliche Verstärkung rückt an.